Einen wunderschönen guten Tag zurück bei Medieval Dynasty. So, wir haben jetzt hier gerade unsere Felder bepflanzt in der letzten Folge, die wir komplett überzogen haben, weil wir das so gerne machen. Wo ist denn mein kleines Säckchen? Wo ist denn mein... Wo ist denn der kleine Säckchen? Ich finde es nicht, weil es auch ein einfaches Säckchen ist und kein kleines Säckchen. Kohl, Samen... Haben wir jetzt in der Tat wirklich schon genug gehabt, um zwei komplette Felder damit zu bepflanzen. Das ist doch toll. Das geht auch voran. So, jetzt machen wir noch etwas, was ganz wichtig ist. The heat is unbearable. Wir waschen uns aber vorher nochmal. Ziehen uns eine schöne Schleife an. Wir machen uns ganz, ganz hübsch und jetzt gehen wir mal unsere Frau holen, endlich. Es wird Zeit. Jetzt müsste sie uns doch eigentlich endlich mal erhören. Bei der Gelegenheit können wir auch hier mal gucken nach den Bäumen. Weil es ist ja jetzt Sommer und jetzt müsste ja hier eigentlich noch mehr Bäume gewachsen sein, ne? Jetzt ist doch hier wieder richtig krass, dass hier wieder richtig dichter Wald ist. Hat hier mal alles gerodet. Sehr schön das, sehr schön. Allgemein schön, wie das hier alles grün ist. Wundervoll. So, also, wie gesagt, wir gehen unsere Frau holen. Derweil können wir mal was machen, was wir jetzt auch schon lange nicht mehr hatten. Ah, ist doch irgendwann jetzt hier wieder aufgefüllt. Ich hatte es in der vorletzten Folge, ich will nicht sagen angekündigt, aber zumindest da auch schon in Erwägung gezogen. Okay, hier liegt nicht noch mehr rum, schade. Mal wieder eine Newsfeed-Folge zu machen. Ich habe jetzt im Moment die ganze Zeit sehr wenig Grund gehabt, weil sich auch nicht viel verändert hat. Was aber auch ein bisschen Sinn der Sache ist an sich. Ich habe ja vor längerer Zeit schon gesagt, ich will mir hier keinen Stress mehr machen und ich mache, wenn ich Zeit habe und wenn ich Lust habe. In der letzten Zeit hat mich auch mein Rechner das ein oder andere Mal geärgert. Immer mal wieder mit plötzlichen Abstürzen, völlig unzusammenhängend, wo ich immer noch nicht so hundertprozentig rausgefunden habe, womit das zusammenhängt. Und erst dann kann ich dieses Problem auf Dauer lösen. Ich glaube eigentlich nicht, dass es ein allgemeines Hardware-Problem ist. Weil dann käme es häufiger vor und vor allem alles, was jetzt so Festplatte betrifft oder Grafikkarte, habe ich diese Abstürze nie beim Zocken gehabt. Also da, wo eigentlich das System besonders belastet ist, sondern immer nur zweimal bei der Videobearbeitung und einmal tatsächlich sogar relativ knapp nach dem Rechner hochfahren. Ja. Ich weiß nicht, ob das eventuell daran liegt, dass irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht muss ich den einfach mal wieder ordentlich sauber machen. Vielleicht ist da teilweise irgendwie mit Staub oder so die Kontakte teilweise blockiert, was ihn dann dazu bringt. Weiß nicht, ob es in ganz seltenen Fällen zu irgendwelchen Stromschwankungen kam oder so und dass dann irgendwie das Netzteil kurz zu wenig Strom bekam und dann irgendwie oder die Peripherie zu wenig Strom und deswegen abgeschmiert ist, aber das glaube ich eigentlich nicht, dass hier, also diese Bude, in der ich wohne, ist alt und klapperig so, aber dass wir jetzt hier diese Art Spannungsschwankungen im Netz haben, glaube ich eigentlich auch nicht.
Also das ist aber auf jeden Fall der Grund, warum bei mir so die ein oder andere Videobearbeitung aktuell so ein bisschen auf Eis liegt oder sich sehr lange hinzieht. Weil es ist so, naja, wenn halt während der Videobearbeitung der Rechner einfach abschmiert und dieses Autosave von dem Bearbeitungsprogramm funktioniert irgendwie nicht, zumindest ist dieses Autosave einfach nicht wieder auffindbar, herstellbar und das ist dann immer ein bisschen nervig, wenn man dann wieder von vorne anfangen muss. Deswegen fehlt da irgendwie gerade so ein bisschen die Lust. Aber ich habe jetzt Urlaub und dann können wir da vielleicht mal wieder ein bisschen weitermachen. Dann kann ich auch an meinen Mega-Rückblick weitermachen. Da habe ich zwar schon mit angefangen, aber sehr weit bin ich da bisher noch nicht gekommen, weil ich, wie gesagt, irgendwie gerade nicht so den Turn habe. Aber wenn ich Urlaub habe, habe ich vielleicht irgendwann sehr viel Zeit und zu viel Zeit übrig und irgendwann kann man ja gewisse Spiele auch nicht tausendmal im Kreis machen und dann geht bei mir vielleicht auch wieder so ein bisschen die Videobearbeitungsmuße. Das kann schon passieren, aber das wird dann noch ein bisschen dauern. Ich werde jetzt demnächst endlich mal, das ist schon eine ganze Weile fertig. Ich habe es nur die ganze Zeit gedacht, ne, machst du noch nicht, warte, bis du eine Newsfeed-Folge gemacht hast und das angekündigt hast, dann haust du das raus und aber dann hat sich das alles hinaus. Jetzt hab dich mal nicht so, nur weil du auf der stillen Treppe sitzt, Hocker, Stuhl. Hallo, meine Schöne. Ich wollte dir nur sagen, so eine Liebe habe ich noch nie gefühlt und das macht mir Angst, aber lieber verbringe ich mein ganzes Leben in Angst, als auch nur einen Atemzug mehr ohne dich als meine Frau zu tun. Bei Hallo hattest du mich schon überzeugt. Etwas peinlich, wenn ich bedenke, dass du nicht mal Hallo gesagt hast. Ich wollte nur schon immer mal sagen, dass. Da können wir nochmal anfangen? Oh ja, sicher, lass uns heiraten. And Lucky's. I am such a lucky one. Das passt ja jetzt auch zur Newsfeed-Folge. Ich bin jetzt übrigens verheiratet. Wollte ich gerade mal sagen. Wollte ich einfach mal so droppen. Schön. Schön, meine Liebe. Juhu. Ich hab ne Frau. Ich hab ne Frau und du nicht. Ich hab ne Frau und. Also willst du auch vielleicht gar keine. Ich hab ne Frau und du nicht. Na, 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 na. So. Wir sehen uns zu Hause, Darling. Mach's gut. Ich gehe den offiziellen Weg. Geh du mal ruhig woanders lang. See you. Freue mich schon auf dich. Hab dich lieb. Bock zu ficken? Was? Gut, haben wir das endlich geschafft. Gott sei Dank, das hat aber auch. Meint, das hat aber dauert, geh. Hat hier nicht letztens mal einer oben drauf gestanden? Also, Höhlen müssen wir aufpassen, da können Wölfe drin sein. Steinspitzhacke ist natürlich nicht sehr special. Oh. Hin. Kuba. Kuba und Zinn. Kuba und Zinn, Zinn und Kuba. Kuba und Zinn, Zinn und Kuba. Kuba und Zinn, Zinn und Kuba. Das reicht, sonst bin ich zu überlastet. Ich wollte mal ein bisschen Kupfer mitnehmen. Wenn wir irgendwann das Zeug mal verarbeiten können, dann können wir uns mal. Ich muss auch sowieso, glaube ich, mal gucken, ob ich bei mir in der Nähe irgendwo mal eine Mine finde. Weil das ist ja jetzt schon sehr weit weg. Da
Drauf habe ich in der Tat nicht geachtet. Dass es vielleicht schlau wäre, da wo ich mich ansiedle, irgendwo auch einen Berg in der Nähe zu haben, um so ein Zeug abzubauen. The heat is unbearable. The heat is unbearable. Ba-ba-ba-ba-ba-bam. So, ja, auf jeden Fall. Bevor ich geheiratet habe, wollte ich noch sagen, Conan Exiles Staffel 2 haue ich dann jetzt endlich mal raus. Die erste Staffel ist ja jetzt schon bald ein halbes Jahr her. Da können wir jetzt die zweite rausballern und dann hoffe ich mal, dass ich jetzt in der nächsten Zeit wieder ein bisschen die Zeit und die Muße finde, an meinem Mega-Rückblick weiterzumachen, dass ich da dann mal, da will ich schon immer wieder ein komplettes Jahr durchballern. Das wäre dann das Jahr 2020 und dann käme auch noch Conan Staffel 3 hinterher. Ob ich zwischendurch mal eine Aufnahme von unserer Medieval Dynasty Welt mache. Ich denke schon, dass ich das mal mache. Warum nicht? Wir haben da schon sehr schöne Sachen gebaut. Unser Dorf ist wirklich ein gar hübsches. Kann man ja mal kurz machen. Wir haben ja so im Allgemeinen lange nicht mehr auch irgendwas zwischendurch gemacht. Ja. Ansonsten wird, glaube ich, ja, Assassin's Creed Odyssey immer noch sehr, sehr lange weiterlaufen. Wir nähern uns dem Release von Assassin's Creed Shadows. Man ist schon interessiert, muss ich sagen, aber wir müssen halt erstmal unsere Odyssey fertig kriegen. Das geht jetzt im Moment sehr gut voran. Ich gehe jetzt gerade mal ein bisschen storytechnisch ein bisschen besser. Fackel, naja, haben oder nicht haben, ne? Hopfensetzling, die Firma dankt. Gut. Ja. GTA läuft noch eine Weile. Ich hatte ja so ein bisschen die Hoffnung, als ich angefangen habe, das zu veröffentlichen, dass ich alle Zeit der Welt habe und dass wir da immer mal wieder auch noch so ein paar Folgen nachlegen würden. Ich hoffe eigentlich schon. Also vielleicht müsste ich es mal wieder anregen zwischendurch, weil im Moment machen wir auch wieder sehr viel anderes. GTA hat immer so seine Phase und dann läuft das mal so 2-3 Wochen und dann hört es wieder auf. Dann hat es mal wieder Pause für ein paar Monate, bis es mal es dann irgendwann mal wieder anschubst und dann kommen wieder alle und, ja, ach, eigentlich wäre das auch mal wieder los. Ach, stimmt, ach, wieso haben wir denn damit aufgehört? Ja, keine Ahnung. Weil ständig irgendeiner kommt, ach, wir könnten doch mal das und das spielen und schon machen wir nichts anderes mehr. So. Naja. GTA für mein, da hatte ich jetzt kürzlich eine Folge gehabt. Da habe ich eine Warnung gekriegt, Urheberrechtsgedöns. Ist dann wieder, das ist halt bei GTA immer das Problem mit den dämlichen Radios. Das geht durch diese Upload-Filter quasi mittlerweile so schnell bei jeder Kleinigkeit, selbst wenn es nur ein bisschen im Hintergrund ganz leise läuft oder so, kriegst sofort eine Meldung. Wie kannst du es wagen? What are you gonna do with the drink? Yes, sir, I can boogie. Ja, und, gut. Da dachte ich wieder, oh nee, das ist doch, das kennen wir doch, das ist wieder so typisch. Und dann geht's wieder überall auf der ganzen Welt, nur in Deutschland nicht, weil die immer so scheiße empfindlich mit dem Kack sind. Aber nee. Dann habe ich die Meldung bekommen, dass mein Video leider in Russland und Belarus gesperrt ist. Das ist so ein Mist. Was, wenn das jetzt ausgerechnet die eine Folge war, wo ich gesagt habe, Putin, du bist kacke. Und jetzt ist das, als darf das in Russland. Ach, scheiße. So ein Ärger aber auch. Da bin ich ja richtig, für die Russen, die es in ihrer Heimat nicht gucken können, NordVPN. Mit dem Code Julian Bam oder. Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
Oder CyberGhost VPN mit dem Code Parabelritter. Sucht's euch aus. Genau. Meine Streaming-Pläne sind immer noch da, aber sie verzögern sich weiterhin. Jetzt hatte ich ursprünglich gesagt, naja, ich organisiere, ich besorge mir jetzt dann doch mal einen Greenscreen, weil ich will jetzt nicht warten, bis ich doch endlich mal meine neue Wohnung gefunden habe, weil ich immer mit nichts zufrieden bin und das zögert sich dann. Und habe ich gedacht, nee, vielleicht erst Streaming, wenn das gut funktioniert und du wenigstens so ein bisschen Geld damit machst, dann kannst du mit ruhigerem Gewissen vielleicht auch eine Wohnung nehmen, die ein bisschen teurer ist, weil du sagst, naja, hier und da ein guter Stream und dann fange ich das ein bisschen auf. Ja. Aber dann hat mir der Henne einen Greenscreen angeboten von sich aus, den er bei sich noch zu Hause hat und nicht mehr braucht. Jetzt haben wir nur leider das Problem, dass wir keine Ahnung haben, wie wir den hierher kriegen. Jetzt hatte ich eigentlich gedacht, dass ich in meinem Urlaub die Zeit nutze, um mir das alles hier mal so ein bisschen einzurichten. Aber ob ich das jetzt hinkriege, das ist schon wieder so die Frage. Ne? Also auch das zögert sich dann wieder ein Stück weit hinaus, weil sich bei mir im Moment alles irgendwie hinauszögert. Es ist eigentlich echt nervig, muss ich sagen, dass das so ist. Dafür habe ich aber jetzt eine sehr nette Runde nicht im Stream gehabt, also zumindest nicht. Oh Gott, der ganze Stein her. Achso, den habe ich mit abgebaut wahrscheinlich. Nicht in meinem Stream, sondern es gibt da, ich sag mal, die Streamerin meines Vertrauens, der ich mal ganz gerne reinschaue. Mit der haben wir ja jetzt kürzlich am 24. einen Pummelparty-Stream gehabt. Also sie hat gestreamt, ich hab's aber mal, wie ich halt so bin, ich hab mein OBS auch mal mitlaufen lassen. So würde ich streamen schon, dann hätte ich es gestreamt. So habe ich halt aber einfach mal nur die Aufnahme mitlaufen lassen. Das heißt, da kommt dann jetzt demnächst auch erstmal ein bisschen Pummelparty, dann auch ein bisschen Scriblio haben wir noch gemacht. Ist auch schön. Und das werde ich jetzt auch mal demnächst dann in aller Ruhe. Ich habe schon erwähnt, dass ich Urlaub habe. Ich glaube, ich habe es mal in irgendeinem Nebensatz erwähnt. Genau. Dann kann man das auch mal. Bestimmt. Ganz spannend. Ich wollte gerade noch mal gucken. Ja, das ist alles, was geht. Cool. Herbst auf Frühling geht da roggen. Sonst geht nichts ab Herbst. Herbst auf Sommer, Weizen. Ja, aber Weizen geht auf Frühling, auf Herbst. Herbst auf Sommer ist halt lang. Muss halt nicht sein. Herbst auf Frühling. Roggen. Was brauche ich nochmal für Tierfutter? Hafer und Roggen und Stroh natürlich. Hafer. Der Hafer ist gerade hier in Arbeit, ne? Ja, okay. Gut, der kommt, ist aber wohl erst im Herbst fertig. Muss mich abkühlen. Ja, weil sie Heat ist an Beribel. Ich weiß es doch. Ich wollte mich dringend waschen. Wir können jetzt auch mal überlegen, wo wir unsere Frau einsetzen. Das können wir jetzt gerade mal machen. Oh, ach ja, in Landwirtschaft habe ich ja gedingst. Richtig. Und natürlich mehr Erfahrungsgewinn. Da könnte man das hier richtig ballern. Zusätzlich Getreide brauchen wir immer noch nicht. Langsamer Haltbarkeitsverlust von Werkzeugen wäre natürlich auch nett. Aber ich glaube, ich würde in der Tat erstmal noch hier das machen, damit wir hier vollen
Gewinn an Erfahrung haben, um da mal ein bisschen mehr. Haben wir denn jetzt hier? Haben wir ein bisschen gepunktet, haben wir. Aber bis zum Eselstall ist noch ein bisschen. Macht ja auch nichts. Hier müssen wir halt. Nee. War das Produktion? Nein, ich glaube, das war das die Bautechnik, oder? Die 500. Oh, ist aber auch nur noch. Das ist nicht mehr viel. Das ist nicht mehr viel. Müssen wir mal überlegen, ob wir noch irgendwas bauen können hier. Was Sinn ergibt. So, was können wir denn unsere Frau machen lassen? Die hier sind ja soweit erstmal glücklich. Soll die. Na komm, die kann eigentlich. Ach, guck mal, Ratzlava ist schwanger. Ach, so läuft das jetzt hier. Ach, so läuft das jetzt hier. Was hat die eigentlich? Was kann die denn? Kann die jagen? Kann die? Die kann die halt überhaupt nicht jagen. Die ist gut im Fischen. Aber Fischer, da können wir noch nicht, ne? Nee. Fischerhütte kann man noch nicht. Kräuterhütte. Du gehst jetzt erstmal an den Brunnen. Damit. What a scorcher. Was ist meine Frau eigentlich? Die ist so weit weg, dass ich die nicht mehr auf dem Radar habe. Na. Wird schon irgendwo sein. Zwei Eimer haben wir noch. Und einmal mit Wasser haben wir. Wir könnten noch ein paar Eimer produzieren, dafür brauchen wir aber Bretter. Na gut, er hat jetzt Feierabend gemacht, dann steht er oben nicht im Weg. Ist so wunderbar. Holz. Stamm. Ich denke immer, hier steht jemand. So, wo ist meine Frau hin? Weiß das jemand? Weiß wieder niemand, ist ja klar. Naja, gut. Oh, das ist jetzt hier richtig schön am Waldrand, jetzt wo hier die ganzen Bäume wieder gewachsen sind. Schön. So, dann brädeln wir mal ein bisschen. Und dann können wir uns noch ein paar Eimer produzieren. Und dann kann unser Schatzi, wenn sie denn da ist, auch gerne mal ein paar Eimer voll Wasser machen. Und dann ist auf diese Weise die Wasserzufuhr ja dauerhaft. Dann brauche ich mir da keinen Kopf mehr drum machen. Thema Newsfeed-Folge, wenn sich jemand fragt, warum sagt er nichts mehr, ich war fertig. Das war tatsächlich alles, was ich dazu zu sagen hatte. Also an Veränderungen nur jetzt demnächst.
die zweite Conan-Staffel und eine lustige Pummelparty-Runde. Da verlinke ich euch dann auch mal. Ich hoffe, ich denke dran. Ich bin bei sowas immer so wahnsinnig schlecht. Ich vergesse sowas immer, dass ich euch auch dann von der guten Chrissy euch auch mal den Twitch-Kanal verlinke, dass ihr bei ihr dann auf jeden Fall auch mal reinschaut. Das lohnt sich. Ist ein, wie ich finde, sehr, sehr angenehmer Mensch. Wo ist meine Frau? It's hot. Achso, ja, genau. Ja. So, unser Charakter ist völlig heiß, verstehst du? Und die Frau ist weg. So, wir kriegen hier Einwohner angezeigt. Zwei Stück. Da! Da ist er. Hinter Borovo. Schatz, komm nach Hause. Ich fühl mir einsam. Nicht, dass hier was passiert unterwegs. Das wäre ja verständlich. Die Zukunft meiner Dynastie hängt von dir ab. Ich dachte, ich sag's mal. Na gut. Werden wir auf meine Frau warten. Beende ich mal die Folge und dann sehen wir uns übernächsten. Übermorgen. Ist das halt übernächster Tag. Also übermorgen wäre das dann. Sehen wir uns dann wieder. Ich wünsche einen wundervollen Tag und danke fürs Zuschauen. Und ich wünsche mir selber einen schönen Urlaub und tja, tschüss. So. So nämlich.